Okay, da sind wir wieder zurück zu Prince of Persia, Mario Within, mit Ryukan und dem Prinzen und Ernsthaftigkeit, weil wir werden gleich etwas tun, was kein anderer Prinz vor ihm jemals getan Ich hat. weiß, das vermögt ihr besser. So. Ich habe keine Lust, gegen dich zu kämpfen, weißt du das? Ich will hier runter. Weil wir gehen zurück. Hier ist nichts mehr Wichtiges für uns. Hier könnten wir speichern einmal. Das wäre praktisch. Weil wer weiß, was uns jetzt gleich erwarten wird. Ja. Das ist jetzt nicht weiter tragisch hier, weil wir müssen ja zurück. Jetzt hier hoch. Jetzt, ja, wir haben ein Artwork freigeschaltet. Mal so aus Langeweile. Nur weil wir es halt können. Jetzt hier hoch. Zack. Zack. Langeweile aktiviert. Einen kleinen Hänger gehabt. Boah, Fallen. So, nein. Die Herrin will ihn tot sehen! Und ich will diese Cutscene jetzt sehen, die jetzt kommen müsste, wenn wir unten sind. Jetzt. Ja. Der Dahaka. Er hat gelernt, mich in der Vergangenheit aufzuspüren. Dafür habe ich keine Zeit. Ja, unser Widersacher ist durch den Dahaka gestorben und der Dahaka ist weg. Okay. Okay. Armer Kerl, und ich sterbe durch Fallen. Wenn der Dahaka mich schon nicht tötet, dann sind es auf jeden Fall die Fallen oder die Ruckelattacken. Was ich übrigens sagen wollte, es wird eine Szene im Spiel geben, die werde ich leider nicht verfilmen. Da werde ich durchrennen müssen, ohne dass ihr es seht, weil diese Szene ist durch meinen netten, lieben, tollen Rechner so am laggen, selbst ohne Raps, dass ich mir das selbst gerne antue, aber nicht euch. Weil das. Ich kann sie ja einmal kurz aufnehmen und zeigen, so sieht es hier aus und ja, so kann es auch mal böse laggen. Das ist ja nicht schon die ganze Zeit tut. Wir müssen jetzt zu Kailina übrigens, weil die Türme sind ja. Die Tore sind offen. Yay. Zack, hier rauf. Wie viel Sand haben wir überhaupt noch? Funktioniert das? Yay, so gerade eben. Das Tor ist auf, Kalina ist weg. Warum ist Kalina weg? Naja. Okay, dann speichern wir mal hier mit nur einem Sandbehälter. Das wird böse. Na, ob wir das schaffen werden? Sollte speichern? Ja, natürlich. Wasser und Gärten? Ja. Okay, wir haben jetzt genug Zeit. Und da ist Kailina. Die Zeit wird knapp. Seid ihr bereit? Ich habe nachgedacht, Kailina. Die Insel bietet euch wenig und sie wird euch noch weniger bieten, sobald ich vor eurer Gebieterin stehe. Kommt mit mir nach Babylon. Ihr könnt ein neues Leben beginnen, fern der Schrecken dieses Ortes. Es tut mir leid, mein Prinz, aber ich kann euer Angebot nicht annehmen. Nicht so grimmig. Immerhin hast du es versucht. Wo ist die Herrscherin? Wo ist der Sand? Was tut ihr? Ihr habt uns in eine Falle geleitet. Es tut mir leid. Aber nur einer von uns kann das Schicksal heute überwinden. Ihr seid die Herrscherin.
Ich bat euch zu gehen, doch ihr kehrtet stets zurück. Dann begriff ich. Wenn ihr euer Schicksal ändern könnt, warum ich nicht auch das meine? Tja, aber da musst du erstmal gegen mich gewinnen. Weg, 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 Prinz! Die ist genauso schlimm wie Shadi. Es braucht. Ich versuche natürlich wieder alles ohne Sand, weil ganz einfach, Sand brauche ich für Zeit zurückkehren. Und Kalina ist jetzt noch nicht so wirklich schwer. Nicht wirklich. Wenn ihr es auf einen Zweikampf anlegt. Zumindest jetzt ist sie noch nicht schwer. Oh, und diese Lex nerven. Tor. Ich bin die Herrscherin der Zeit. Echt? Ich kenne jeden eurer schwerer Schritte, bevor ihr ihn tut. Naja, aber so tust du gerade nicht. Das ist ja das Problem. Das langweilt mich. So, aber ich müsste es jetzt gleich. Ihr verschwendet eure Und Zeit. Auch hier sage ich, wie bei Shadi, nehmt die Rolle zum Ausweichen. Rolle seitlich weg vom Geht Gegner. Geht mir aus dem Weg. Nicht so wie ich. Nicht so nach. Ah. 1-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